Kraft. Und große Chance für Robbie Keane nach der Flanke von Finnen. Schweinsteiger gewählt. Podolski gegen zwei. Da war eine Hand im Spiel. Das sah nach Handspiel aus. Cantelero gibt Ecke. Und wir schauen noch mal genau hin. Das ist wieder so eine Diskussion, die jetzt geführt wird. Ist das absichtlich? Ist das natürliche Handbewegung? Also die Iren hätten sich nicht beklagen dürfen, wenn es hier einen Elfmeter für Deutschland in der 13. Minute gegeben hätte. Ecke Schweinsteiger. Schweinsteiger. Die Seite gewechselt mit Schneider. Ballack. Michael Ballack. 25. Minute. Jetzt kann es doch losgehen. Sein Schuss noch abgefälscht von O'Brien. Ecke für Deutschland. Phil Bane klärte da vor Ballack. Ballack. Schweinsteiger. Klose. Unglaublich, wie Shay Given den rausholt. Sensationelle Torwartleistung, muss man anerkennen. Und die erste ganz große Chance in diesem Spiel. Damien Duff. Schweinsteiger gewinnt das Kopfballduell gegen Carr. Und da hatten die deutschen Fans in Stuttgart schon den Torschrei auf den Lippen. Fehler, Kilbane und Klose. Schneider. Podolski, wieder Shay Given. Und endlich mal wieder so eine super Aktion von Lukas Podolski. Die deutsche Mannschaft findet besser ins Spiel. Weiter geht's, Schweinsteiger. Ballack. Ah. So langsam kommt sie wieder. Die Begeisterung, damit auch die Aggressivität. Gutes Vorchecking. Und die dritte deutsche Chance im Minutentakt. Klose. Hat er gar nicht damit gerechnet, dass Richard Dunn ihn den Platz lässt. Ganz leichter Nieselregen hat eingesetzt. Lahm. Podolski. Wieder Podolski. Ah! Frinks.
Es ist wirklich unglaublich. Man hat sich daran gewöhnt, es ist fast Normalität durch die WM geworden. Aber wenn man sich mal an die Zeit vor der Weltmeisterschaft erinnert, solche Szenen bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft waren keine Selbstverständlichkeit. Halleluja im Alltag. Schneider. Podolski gegen Dan. Lahm. Schweinsteiger. Abgefälschter Ball, deshalb gibt es die Ecke. Schweinsteiger hat ja beste Erinnerungen an dieses Stadion hier in Stuttgart beim Spiel gegen Portugal um Platz 3. 2 Tore geschossen. 1 vorbereitet. Das war dann damals ein Eigentor der Portugiesen. Der Mann von Bayern München. Auf den anderen. Auf Podolski. Dritte große Chance für Poldi in dieser Partie. Steven Reed. Lehmann. Und Arne Friedrich vor Doll. Der Kracher auf Lehmanns Brust. Und dann hat der Herr Tana gut mitgespielt. Fünfte Ecke für die Iren. Kleine Hakelei und der Lecho sortiert und jetzt kommt der Ball wieder von Reed. Den hat er sicher. Schweinsteiger. Philipp Lahm. Schneider, klasse, Klose. Nochmal Klose, nein. Shay Given erneut Herr der Lage. Dritte große Tat im Spiel vom irischen Keeper. Das geht sofort weiter. Wieder Lahm, wieder Klose. Hinten Schweinsteiger, nein, Chaos davor. Schweinsteiger. Karte im Spiel und mit der ist Steven Reed gut bedient. Das war die erste wirklich hässliche Szene in der Partie. Seine Attacke gegen Thorsten Frings. Ich habe dann in der Realen sogar gedacht, dass er da mit offener Sohle gegen den Bremer geht. In der Wiederholung sah es dann nicht ganz so schlimm aus. Und Klose holt den Freistoß. Gehalten von Richard Dunn. Das ist eine gute Position.
in die Zange genommen von den irischen Innenverteidigern O'Brien und dann Michael Ballack. Wird er mal wieder treffen? Sein letztes Tor in der WM-Vorbereitung? Nein, er nicht, sondern Lukas Podolski, 57. Minute. Die verdiente Führung. Alles rechnete mit dem Schuss von Ballack und dann ist es Robbie Keane, Irlands Kapitän, der den Ball für Shay Given unhaltbar abfälscht. Mann, das wird ihm gut tun. Bei Bayern München in den ersten drei Spieltagen nur spärlich eingesetzt, gegen die Schweden nicht ins Spiel gekommen und jetzt macht er das langersehnte Führungstor fürs deutsche Team. So, hier nochmal die Szene mit Glück und der Unterstützung des irischen Kapitäns Robbie Keane. Lukas Podolski ins Glück. Ich habe Joachim Löw heute Mittag im Mannschaftshotel gefragt, ob es auch eine Option wäre, Podolski, nachdem er nicht gut in die Saison bei den Bayern gekommen ist, nicht in die Startelf zu tun, sondern mit dem bei Gladbach starken Oliver Neuville zu beginnen. Hat ein bisschen gebraucht, bis er gesagt hat, natürlich nicht. Podolski ist immer für ein Tor gut. Gab es aus dem irischen Block eben gerade, während wir Joachim Löw sehen, weil Shay Given, der inzwischen die Handschuhe gewechselt hat, nicht damit einverstanden war, dass die Balljungen das Spielgerät so langsam zurückgegeben. So, Schweinsteiger auf Schneider. Bernd Schneider. Dann dazwischen. Frings. Setzt sich durch. Gut, Thorsten Frings. Nochmal Bernd Schneider. Wieder Richard Dunn. Klose, Latte! Irland ist wirklich gut bedient mit diesem 1:0. Die deutsche Mannschaft könnte locker, deutlich in dem Fall gegen Richard Dunn. So, Joachim Löw erlebt im Hintergrund Jürgen Bergner bei unserer Kamera diese letzten Sekunden und wertvolle sind verronnen bei der Vorbereitung dieses Freistoßes. Schweinsteiger! Der hat alles gegeben. Und wieder war es das Aluminium, zum zweiten Mal in dieser Partie. Shay Given erneut im Glück und während diese Zeitlupe gelaufen ist, bekommt er die gelbe Karte.
weil er sich im Tonfall vergriffen hat. Eine Minute, Stephen Carr. O'Shea, Klose, super. Frings könnte Neuville schicken. Jetzt bekommt er den Ball, der Gladbacher. Neuville ist noch frisch, dann nicht. Frings gegen Reed. Aber auch Frings ist gut am Ende seiner Kräfte. O'Brien. Alan O'Brien. Shay Given kommt jetzt mit nach vorne. Letzte Chance für Irland. Der Keeper will seine 1,85 in den Luftkampf mit reinwerfen. Das müssen sie noch überstehen. Finnen. Und die Chance für Richard Dunn. Und das müsste es jetzt sein. Einmal tief durchatmen. Und das ist es. Deutschland gewinnt mit 1:0. Perfekter Auftakt in die EM-Qualifikation 2008. Lukas Podolski mit dem Tor des Tages in der 57. Minute. Sein Freistoß. Mit Glück, denn er schießt Robbie Keane an. Und der lässt Jay Given keine Chance. Hochverdient. Ein Erfolg, der weitaus höher hätte ausfallen können, denn besonders im zweiten Durchgang waren sie von den Zweikämpfen überlegen. Sie hatten deutlich mehr vom Spiel, höheren Ballbesitzanteil. Sie haben zweimal das Aluminium getroffen. Einmal der Kopfball an die Latte von Miroslav Klose, kurz vor Schluss der Freistoßknaller an den Außenpfosten von Bastian Schweinsteiger. Dazu super Chancen für Klose, Ballack und Podolski. Irland ist gut bedient mit diesem 1:0. Und wenn wir lobende Worte finden, dann kann man die in allen Mannschaftsteilen verteilen. Besonders an die Innenverteidigung. Was waren da für Sorgen im Spiel, als man hörte, dass Arne Friedrich von Hertha BSC, der schon gegen Schweden dort spielte heute, neben Manuel Friedrich von Mainz 05 das Bollwerk bilden sollte. Und das haben sie richtig gut gemacht. Er hat zweimal sich verschätzt im ersten Durchgang. Manuel Friedrich hat mir unheimlich imponiert. Trotz einer Knöchelblessur in den zweiten 45 Minuten durchgehalten und ein großes Spiel gemacht. 72% seiner Zweikämpfe gewonnen, besonders in der Luft kaum zu bezwingen. Klasse Partie. Manuel Friedrich angekommen in der deutschen Nationalmannschaft. Und die Woge der Sympathie, diese Welle aus Zuneigung, sie bricht weiter über diese deutsche Mannschaft herein. So richtig zu Ende ist die WM immer noch nicht. Die Iren sind traurig, aber auch sie haben eine große Party gefeiert. Sie haben dafür gesorgt, dass heute so ein WM-Flair auch in Stuttgart eingebrochen ist, als sie mit geschätzten 15.000 hier fröhlich feiernd dazugekommen sind. Ein toller Fußballabend. Hat wieder richtig Spaß gemacht.
Früher war die Ehrenrunde Ausnahme, heute ist sie Standard. Sie gehört einfach dazu, bei diesem Einheitsgefühl zwischen Fans und Team. Faire Shakehands zwischen Steve Staunton, der irische Trainer musste in seinem vierten Spiel als Trainer die dritte Niederlage einstecken, und Joachim Löw. Löw hat gesagt, es könnte ähnlich werden wie gegen Polen. Es war nicht ganz so nervenaufreibend, aber schon eine spannende Sache, besonders in den letzten Minuten, als sie hier nochmal gekommen sind. Da gab es ein ganz kleines Nervenflattern. Am Ende sind sie dann doch sicher ins Ziel gekommen. Am Mittwoch geht es dann gleich weiter mit dem Spiel in San Marino bei den Kollegen des ZDF. Heute dürfen sie noch mal feiern. Und das macht gleich mal stellvertretend der Kapitän bei Jürgen Bergener. Glückwunsch, Michael Ballack, zum ersten Sieg in der EM-Qualifikation. Sie haben vor dem Spiel angemahnt, wir müssen runter von der WM-Wolke. Hat man heute ein neues, zumindest kleines Wölkchen erklettert? Ja, es war ein hartes Stück Arbeit. Es war nicht einfach, es war der erwartet schwere Gegner. Aber wir haben sehr diszipliniert gespielt. Wir haben hinten zu Null gespielt mit der nicht eingespielten Abwehr, neu formierten Abwehr. Und sehr, sehr diszipliniert gespielt, aber es war ein schweres Stück Arbeit. Wir haben nicht so viele Torchancen gehabt. Das Tor war etwas glücklich. Aber wir sind froh, dass wir mit 3 Punkten gestartet sind. Aber sind es nicht gerade solche Spiele, oder zumindest die Art und Weise, wie man solche Spiele gewinnt, die so eine Mannschaft wieder neu wachsen lässt und etwas Neues erstehen lässt? Ja, das ist normal. Das ist Qualifikationsspiele. Da ist manchmal kein Schönheitspreis zu gewinnen. Und das war heute so ein Spiel. Da zählen die 3 Punkte und Irland ist nicht irgendwer. Und ja, deshalb sind wir zufrieden. Danke, Michael. Viel Glück in San Marino. Danke. Philipp Lahm, im Fußball gibt es nun mal keinen Schönheitspreis zu gewinnen, heißt es deshalb heute nach diesen 90 Minuten. Hauptsache gewonnen, Hauptsache 3 Punkte. So ist es, und wir haben kämpferisch dagegen gehalten. Es war klar, dass es ein Kampfspiel wird. Und ich glaube, wir haben heute bewiesen, dass wir auch über die Sache gehen können, auch übers Kämpferische. Und dann, ja, ein glückliches Tor gemacht. Welchen Eindruck hatten Sie selbst von der neu formierten Vierer-Abwehrkette? Ich glaube, dass es ganz in Ordnung war. Klar, dass noch nicht alles passen kann, aber es sieht ganz gut aus und wir sind zuversichtlich. Vielen Dank. So, der Bastian Schweinsteiger hat gerade mal in die Runden geguckt, hat gesagt, super. Das war noch so ein Hauch von WM heute, zumindest was die Atmosphäre angeht. Ja, also hier ist überwältigend. War schon vorm Spiel so, jetzt immer noch. Also ich muss sagen, es ist grandios. Wächst auch eine, ich sag mal, eine kleine WM-Mannschaft, eine neue WM-Mannschaft heran nach dem Spiel heute? Zumindest so, wie man es gewonnen hat. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Ist so laut hier. Kann es sein, dass vielleicht wieder eine neue Mannschaft mit einem neuen Geist heranwächst nach dem Spiel heute, so zumindest, wie man es gewonnen hat, in der Art und Weise? Ja, schon. Also jetzt wissen wir auch, was Qualifikationsspiele sind. Also man hat gemerkt, die Iren, die sind auch keine schlechte Truppe. Haben schön Gas auch gegeben, auch in den Zweikämpfen. Aber ich denke, insgesamt denke ich, hat man die besten Torchancen. Und deswegen denke ich, geht der Sieg auch in Ordnung. Danke, Bastian, und viel Glück aus San Marino. Danke. Manuel Friedrich, wie schmerzhaft war für Sie die zweite Halbzeit? Sie haben ja erhebliche Probleme am Fuß, am Knöchel gehabt. Am Anfang sehr schmerzhaft, weil das Gelenk wieder eine Zeit lang braucht, damit es warm wird. Und ja, ich musste mich einfach durchbeißen. Und dann, je früher es dem Ende zuging, desto besser wurde es dann auch. Welches Gefühl hatten Sie selbst? Wie hat die Abstimmung geklappt mit Arne Friedrich im Zentrum in der Abwehr? Aber ich denke, soweit ich es jetzt direkt nach dem Spiel beurteilen kann, doch ganz gut. Wir haben, glaube ich, nicht viele Chancen zugelassen. Bei der einen oder anderen Standardsituation waren die eher gefährlich, aber das ist ja auch ihr Spiel. Und wichtig war, dass wir heute zu Null gespielt haben und einfach die nötige Stabilität in der Abwehr hatten, damit wir vorne mit einem Tor das Spiel gewinnen können. Vielen Dank, gute Besserung. Tja, und wir beantragen, meine Damen und Herren, nur noch Heimspiele bei der UEFA für die Europameisterschaftsqualifikation. Das ist eine Stimmung, können wir jetzt sagen. Die wollen gar nicht nach Hause, die Menschen.